finde ich auf jeden Fall ganz schön. Oh, cool, sogar zweimal. Vielen Dank. Und dreimal. Ah, aber anders. Das ist eher schwarz-weiß und das ist eher ins, geht leicht ins Grünliche. Und nochmal eins an dem Grünlichen. Voll cool, danke. Und boah, so Papier finde ich hammermäßig. Hammermäßig. Vielen Dank. Also das finde ich Hammer. So viele Hintergründe oder so. Hammer. Das hier. Oh, das ist ja niedlich. Oh, also das finde ich sehr stimmig. Das finde ich so schön. Mit den Vögelchen und den Blümchen. Und da haben wir nochmal was mit den Blumen. Oh, das finde ich mega schön. Oh, die Farbe ist toll. Boah, es gibt so schönes Papier. Aber das will man doch dann nicht benutzen. Schön, richtig schön. Das finde ich mega schön. Boah, so viel. Was mit Schmetterlingen. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller, leider. Weil, ja. Finde ich auf jeden Fall alles schöner. Gerade jetzt ist jetzt noch keins bei, was ich hässlich finde. Boah, mit den Farben. Rosen. Oh, die Farben sind toll. Boah, wo ist das her? Finde ich mega schön. Ach, hat man es nicht richtig gesehen. Finde ich total toll. Boah, so viel. Sag ich mal zwei auf einmal. Boah, so viel. Boah, das ist echt mega viel, Mensch. Du bist doch verrückt. Du hast doch selber nicht viel und gibst dann so viel ab. Verstehe ich nicht. Boah. Und dann, ich finde das so toll. Ich glaube, das sind mehrere Blöcke mit mehreren Farben. Denn das eine war ja gerade eher grünlastig. Das hier ist jetzt eher lila-lastig. Da kommt jetzt bestimmt fast nur Rotes. Ja. Finde ich mega cool. Oh, schwarz ist so toll. Schwarz ist toll. Boah, das ist gigantisch. Oh, das ist toll. Oh, genial. Oh, und da werde ich auch wieder nur hier diese einzelnen Tags praktisch ausschneiden. Das ist geil. Boah, ich stehe so voll auf alte Schriften und so alte Zeitungsberichte und so. Voll toll. Noch sowas. Boah, das ist toll, das Papier. Vor allem, das ist auch dicker. Das ist jetzt nicht nur labbriges Papier, sondern das ist, wie ihr hört, das ist dick. Oh, ich mag Ornamente und Schnörkel. Das ist so traumhaft. Oh. Weiß ich nicht, da könnte ich mir auch die Wohnung mit tapezieren. Das wäre auch total schön. Boah, schön. Also eine Glitzer-Vintage-Wohnung. Das wär's. Das wäre schön. Ich meine, die Kommode, die ihr da seht, die ist auch sehr alt. Sehr, sehr alt. Also ich weiß es nicht von wann, weil die ist ehrlich gesagt die vom Sperrmüll. Wir haben auch noch drei andere Kommoden, die auch uralt sind. Oh, das ist toll. Und ich mag dieses alte, dieses Rockabilly-Style, dieses 50er, 60er Jahres, die mag ich total. Oh. Mann, was ist das tolles Papier. Das will man echt doch gar nicht benutzen.
Oh, ich glaube, das ist sogar aus diesem einen Prima-Block, oder? Boah. Mega. Das ist auch so schön. Oh, ich freue mich so auf die Weihnachtszeit. Ich freue mich so sehr, wenn der erste Schnee kommt. Boah, so schön. Und das noch. Boah, vielen Dank. Also, du bist doch echt verrückt. Das ist ein ganzer Stapel. Das ist viel. Das ist richtig, richtig viel. Das ist jetzt nicht nur ein bisschen, sondern das ist wirklich richtig viel. Und die Box tue ich mal so hin. Schieb das alles noch ein bisschen nach hinten. Boah, das ist mega viel. Das geht da, das ist noch so viel. Das hört einfach nicht auf. Das ist echt noch viel. Dann haben wir hier einen Umschlag. Band. Da oder mit so einer Libelle. Hier mit dem Band. Oh, schütte ich mal kurz aus. Dann geht's leichter. Da haben wir ein silbernes Organza, wie cool. Oh, das ist auch schön. Ein schwarzes mit Ornamenten. Und ein blaues auch mit Ornamenten. Nee, das sind glaube ich sogar Rosen. Aber wunderschön. Und hier so ganz stabiles. Ich würde sagen, das ist, ja, die Farbe sieht auch in echt so aus wie hier in der Kamera. Ich weiß jetzt nicht, was es für eine Farbe ist, aber so ein ganz dreckiges Grünblau. So ein Petrol, aber nicht richtig Petrol. Aber auf jeden Fall schön. Das ist auch total schön. So ein richtiges Weihnachtsgrün. Oh, kariertes. Ach, das ist toll, kariert. Und sowas. Das finde ich ja edel. Sieht aus wie von einem König oder so. So ein zweifarbiges. Finde ich auch mega schön. Ja, okay, das zweifarbige finde ich jetzt doch gar nicht so schön. Aber an für sich finde ich es schön. Also du wolltest ja, dass ich ehrlich bin. Ja, es ist schön. Ich finde es edel. Es ist sehr edel, weil es diesen braunen Rand hat. Also so für Wintersachen finde ich es top. Richtig top. Aber im Vergleich dazu Hitters finde ich das schöner. Aber ich bin sowieso so ein Kariert-Fan. Und das ist auch cool. Das hat nämlich hier noch so Samt drauf. Aber ich bin eigentlich bei meinen Videos immer ehrlich. Ich sag, wenn irgendwas stinkt, wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann sage ich das auch, weil man muss sich die Welt ja auch nicht schönreden und man fühlt sich ja auch verarscht, wenn man nicht ehrlich ist. Und ich will ja auch, dass die Menschen zu mir ehrlich sind. Dann haben wir hier noch ein grünes Samtband. So plüschig. Aber das muss man kurz ein bisschen besser zumachen. Sonst rüsselt mir das gleich auf. Mega toll Band. Ich mag Band so sehr. Und es müssen ja auch nicht immer eine ganze Rolle sein. Es reicht ja, wenn man mal ein Stück bekommt. Oh Gott, hier ist ja was Cooles. Kann man das abmachen? Ja, kann man ab. Ah ja, sie hat gesagt, sie hat Strohhalme gekauft, weil man daraus, wenn man die halt anmalt, sie hat so eine extra Rostfarbe, auch vom Viva Dekor. Und wenn man das halt anmalt, kann man so Rohre machen für Steampunk. Und da hat sie mir halt ein Rohr zur Schau gemacht. Da hat sie jetzt mal so eine Schraube reingemacht. Es ist ihr einfach mal so eingefallen. Sie saß wohl irgendwie mal beim Mittagessen oder so und dann ist ihr das eingefallen. Das finde ich so cool. Da hängt noch ein kleines süßes Zahnrad da auch. Das sind halt so diese. Ah, das kann man sogar drehen. Seht ihr? Ja, cool.
Und das sind halt die Räder, wo man das Wasser mit stoppt. Und dann hier ist auch noch so ein altes, verrostetes Teil. Und genau, sie hat generell, immer wenn sie spazieren geht, hält sie Ausschau nach irgendwelchen verrosteten Teilen zum Basteln. Und sie hat mir auch mehrere Sachen davon mitgeschickt. Und das finde ich mega cool, weil man kommt so selten an so Sachen dran. Das finde ich mega cool. Ja, und das sind halt Rohre. Und die kann man dann aufkleben. Ich finde das so cool. Und dann hat sie mir hier noch, erstmal hier unten, dann hat sie mir hier noch eine ganze Tüte mit Uhrenteilen eingepackt und das finde ich mega, weil ich habe schon bei eBay nach alten Uhren geguckt, um mir die selbst auszubauen, aber man findet nichts und wenn dann nur arschteuer. Und das ist eine ganze Tüte mit so kleinen Uhrenteilen und das finde ich so toll. Also vielen, vielen, vielen Dank. Da bin ich mächtig stolz drauf. Boah, da bin ich mächtig stolz drauf. Wirklich. Das finde ich so cool. Und dann sind hier noch Strohhalme. Die sind jetzt noch normal, damit ich mir die selbst anmalen kann. Finde ich mega cool. Ich finde die Idee so cool, weil ich weiß nicht, auf was man alles kommt, wenn man nur ein bisschen nachdenkt. Das ist schon, weiß nicht, finde ich schon faszinierend und toll, was man alles so machen kann. Das weiß nicht, finde ich auf jeden Fall richtig cool. Womit machen wir weiter? Da haben wir hier was. Da steht Handmade. Was haben wir hier? Da steht auch nochmal Handmade. Boah, und du hast gesagt, du hast mir nicht viel Handmade geschickt. Und dann haben wir. Boah, das ist schwer. Oh, hier steht nochmal Handmade. Nee, für Steampunk steht da. Für Steampunk 2. Oh, das ist schwer. Da ist noch mal ein Handmade. Ich tue das mal kurz gucken. Ja, wie gesagt, damit ihr nicht immer alles nur am Schluss seht, mache ich jetzt auch noch eins auf, ein Handmade. Aber das ist sowieso für Steampunk. Das ist was anderes. Und zwar mache ich das kleine auf. Wie gesagt, damit nicht immer alles am Schluss aufgemacht wird. Natürlich ist das so eine ungeschriebene Regel, dass man es am Ende aufmacht. Aber ich finde das immer traurig, wenn die Leute sich die Videos angucken und ans Ende spulen, nur um eben zu gucken, was denn da an Selbstgemachtes geschickt wurde. Das finde ich immer traurig. Haben wir hier. Boah, geil! Boah, mega! Was ist denn das? Ist das Fimo? Boah, was ist das? Boah, wie geil. Irgendwie so ein Vogelkopf-Skelett-Dingsbums als Haarspange. Ich meine, das kann man auch als Brosche nehmen. Das ist ja geil. Aber das ist echt creepy. Das ist ja unheimlich. Oh, cool. Krass. Also das ist echt unheimlich, ne? Boah. Das ist echt unheimlich. Da, wenn ich das meinem Freund zeige, der wird sich freuen, denn der hat auch so einen düsteren Geschmack. Wir haben ja auch Skelette in der Wohnung hängen, von daher. Und dann haben wir hier noch, das sage ich aber jetzt in der Tüte, das sind mehrere Schaumstoffaufkleber, die man aber wiederum natürlich auch
mit Farbe bemalen kann, um dann halt eine Collage zu machen. Es sind ganz viele verschiedene und generell sind es viele. Finde ich voll cool und ja, finde ich wirklich cool, weil man es wirklich auch einfach aufkleben kann und ja, anmalen kann. Also man muss es ja jetzt nicht einfach so lassen. Ich meine, man könnte es, weil da jetzt Glitzer dabei ist, aber wenn man es anmalt, dann hat es ja doch schon wieder einen ganz anderen Effekt. Also ich habe hier für Steampunk 2 und für Steampunk 4. Das mache ich dann natürlich nach der Reihe auf. Für Steampunk 1. Da haben wir hier auch wieder so ganz gruselig verpackt. Für Steampunk 1. Totenkopfschmetterling. Den fummel ich mir auch ab. Den verwahre ich mir nämlich. Auch wieder so schönes Washi mit Uhren. Boah, die Sachen sind so schwer. Also, boah. Boah, krass. Ist das jetzt mit deiner Farbe angemalt oder sind die so verrostet? Ich nehme mal. Boah, die sind, glaube ich, so verrostet. Oder sind die wirklich angemalt? Ich glaube, die sind angemalt mit der Rostfarbe von Viva Dekor. Hier mal hier so große Schrauben. Ich lasse das mal in der Tüte, weil ja, es ist auch teilweise echter Rost dran. Und da haben wir dann. Ach, so eine dicke Schraube haben wir dann noch. Ach, ich muss es rausnehmen, weil. So eine Schraube. Also das waren mal wohl Maschinenbauteile. Hat sie mir auch geschrieben, dass sie mir Maschinenbauteile mitschickt. Und so große Schrauben hat man ja meistens nur bei irgendwelchen Maschinen. Davon eben noch welche. Finde ich mega cool. Sehen, hä? Da. Noch so ein dickes Ding. Noch so ein Bolzen. Noch mal so ein Bolzen. So eins und so zwei normalere Schrauben. Boah, finde ich voll cool. Also sind halt auch schwer, also die muss man dann wirklich, glaube ich, auf eine Holzleinwand machen und mit, auf jeden Fall mit Heißkleber, weil sonst halten die nicht. Kannst mir auch mal sagen, wie du die so befestigst, aber ich glaube mit Heißkleber, denn das ist das Vernünftigste. So, dann haben wir hier noch ein Tütchen. Ah, da hat sie mir ganz viele Libellen ausgestanzt. Ach, wie schön. Auch mit ganz viel verschiedenem Papier. Das freut mich. Weil ich habe den Libellenstanzer nicht und Libellen sind wirklich zauberhafte Tiere. Ich finde Libellen sehr mystisch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, die schimmern immer so und dann fliegen die auch immer so rum wie so ein Propeller. Also ich finde die sehr mystisch. So, das war für Steampunk 1. Dann machen wir hier sofort auch mal weiter mit für Steampunk 2. Bunt und sandig. Oh, oh. Ah, bunt und sandig. Deswegen ist es auch so schwer. Da haben wir hier silbernen Sand. Oh, neongrüner Sand. Und so viel neongrün. Ach, neongrün ist toll. Lila.
Aber das ist eher Flieder. Also so ein helllila, wie ihr seht. Och, wie cool. Und ein hellblau. Deswegen ist es auch so schwer. Ich pack das so gerne an. Das ist unglaublich. So ein ganz zartes Rosa. Das fühlt sich an wie so ein Stressball. Das finde ich toll. Und dann... Ah, da sind... Muss mal ein bisschen aufreißen. Ich tue mal den Sand hier wieder rein. Dann habe ich ihn schon mal aus dem Weg geräumt. So, stelle ich das noch hin. Das stelle ich mal nach da. Ja, so sieht man es auch noch. Und dann haben wir hier in der Tüte auch hier der Tag, auch total alt, wie aus so einer Schatzkartentruhe. Schatzkartentruhe, genau. Richtig, Christina. Ah, oh, ja, aber die lasse ich jetzt echt drin, weil die, das sind, oh, das sind krass, richtig krasse, verrostete Sachen. Mehrere Schrauben, da riecht man den Rost richtig. Boah, die sind richtig krass verrostet. Also das ist ja positiv, das ist ja jetzt nicht negativ. Also hier sind mehrere Bolzen, mehrere Schrauben, allerlei so Zeug von Maschinen und von Autos und generell halt da alle möglichen Schraubenteile und Muttern und voll krass. Also das ist übelst krass verrostet. Lege ich mal hier noch hin. Boah, da kriegt man sogar was mit der Luft. So, machen wir mal weiter. Das wird ein langes Video. Hier auch wieder total süß verpackt. Mit einem Stempel. Schneeflockenbreads. Ach, wie süß. Ich habe mich nämlich bei der Teebox schon gedacht, ich mache den Bread ab, weil ich den toll finde. Jetzt muss ich es ja gar nicht mehr. Ah, Breads sind toll. Breads. Ich habe nur die ganz normalen Runden. Ich habe gar keine richtigen Motivbreads. Auch ein ganz kleines Paket. Auch mit einem Libellenstempel. Ah! Auch Breads. Herzbreads in Bronze. Auch wie cool. Endlich mal Motivbreads. Voll cool. Oh, so viel, noch so viel. Und du hast einen Zahnradstempel. Sag mir, wo du den her hast. Oh, ich will auch einen Zahnradstempel haben. Ich habe nur einen Embossing-Folder und eine Maske. Also hier eine Schablone. Ich will auch einen Zahnradstempel haben. Du musst mir sagen, woher der ist. Oh, und da sind noch Zahnräder drin. Boah, ja, da hat sie gesagt, dass sie Zahnräder sich gekauft hat, aber voll teuer. Also haltet euch fest, 30 Stück um die 17 Euro. Und das kann gut hinhauen. Ich habe gestern bei eBay auch mal geguckt, boah, wie teuer die weggehen. Und das sind richtige Metalldinger. Das sind jetzt nicht so irgendwelche Charme, sondern das sind glaube ich, richtige. Teilweise zumindest. Der hier, der ist auf jeden Fall echt.
so toll, Zahnräder. Ich habe bald eine Zahnradstanze, fällt mir ein. Wenn man damit dickeres Karton stanzt, dann ist es ja auch praktisch ein bisschen erhaben. Da werde ich die dann auch ausstanzen und schicken. Also ich habe einmal die von Joy. Das sind 4 Zahnräder. Dann habe ich noch eine von Createable, glaube ich. Das sind 2. Dann habe ich von Joy den Zahnradkranz und von Joy die Zahnradbordüre. Das sind alles, alle Zahnradstanzen, die ich so gefunden habe. Es gibt noch eine von Sissix, von, ich glaube von Sissix oder von Tim Holtz, ich weiß nicht, oder ist Sissix Tim Holtz, ist ja auch wurscht. Da gibt es auch noch eine, aber die, glaube ich, würde nicht in meine Maschine passen. Fragezeichen. Ja, das verwahre ich mir auch für später. Ich suche noch Steampunk. Das hier ist Steampunk 4. Ich suche noch Steampunk 3. Mal kurz gucken. Für Steampunk 3. Da haben wir noch. Da sind bestimmt auch wieder Schrauben, weil es sich schon so anfühlt. Ja. Raschel, raschel, raschel. So, die werde ich aber leider auch in der Tüte lassen. Das sind dicke Schrauben und normale Schrauben. Ich müsste nochmal mit zu meinem Papa auf die Baustelle, also er ist Maurer. Da würde man bestimmt auch vieles finden. Oder bei meinem Nachbarn in meiner Heimat, in meinem Heimatdorf. Der ist Automechaniker mit einer eigenen Werkstatt. Der wird bestimmt auch irgendwo verrostete Schrauben haben. Müsste ich mal gucken. Habe ich noch so gar nicht dran gedacht, wenn ich ehrlich bin. So, und jetzt öffne ich noch für Steampunk 4 sofort danach. Boah, das wird ein langes Video. Das werde ich auch in 2 Teilen hochladen. Das hier. Mehrere Muttern und also eher Kleinteile sind das hier. Da haben wir Flügelschrauben. Finde ich auch voll cool. Oh, und noch mehr rostige Schrauben. Boah, die sind cool. Ja, beim Spazierengehen gucke ich auch immer auf den Boden, ob ich hier auch irgendwo eine Mutter finde oder so. Das ist schon geil. Was ist das? Nichts drauf. Nein, ein Washi. Ich habe es mir schon gedacht von der Form. Oh, wie cool. Ein Washi von Scrapberry. Scrapberries sozusagen. Ach je, aber brauchst du das denn nicht selbst? Huch. Oh, das brauchst du. Aber wenn du es selbst brauchst, dann sag mir Bescheid, weil ich will dir doch nichts wegnehmen. Also das meine ich ernst. Ich will niemandem was wegnehmen. Och, das ist toll. Und da ist so viel drauf. Ich habe auch Scrapberry. Von Scrapberry. Washi. Ich glaube 2 oder 3. Aber eher so romantisches. Och je. Das ist mega. Steampunk. Rar. Oh. Oh Mann, so geil. Wenn ich hier gerade so drüber gucke. Ich bin heute in dem Video, muss ich sagen, relativ ruhig. Weil irgendwie tut mir heute so beim Atmen alles weh. Und boah, ich bin sowieso so aufgeregt. Also ich bin echt irgendwie so. Ja, man sieht es jetzt nicht. Ich bin aber echt am Zittern. Weil. Ich weiß nicht,
Ich habe mich so sehr gefreut auf das Paket. Dinos! Dinos! Lustig! Davon habe ich auch nur zwei oder drei. Also davon habe ich echt fast gar keine. Finde ich ja voll cool. Dinos, ja, danke schön. Finde ich lustig. Dinos. Einmal diese kleinen Päckchen. Hier ist irgendwie viel Luft drin. Ist mal interessant zu wissen, was drin ist. Was? Band. Noch mehr Band. Komm raus da. Band. Nee, nicht Band. Ah, Schleifen und selbst zwar und sogar selbstgemachte. Hast du auch das dumme Gerät, um die Schleifen zu binden? Bei mir gelingen die nie. Da so Schleifen, selbstgemachte, in allen möglichen Farben. Also in, seht ihr ja, in Weiß, in Flieder, in Schwarz, Braun und Blau. Ja, mega, danke schön. Weil das ist, es ist jetzt nicht viel Arbeit, eine Schleife zu machen, aber es ist halt Fummelarbeit. Und ich finde das so cool, wenn sich jemand die Zeit macht, um für mich was zu machen. Das bedeutet mir so unheimlich viel, das ehrt mich richtig. Das ist für mich irgendwie auch so unangenehm, weil ich weiß, der macht sich total viel Mühe und so.